Moin zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Skyblock, den Let's Play Together, den Chaos Extreme und mir und ab auf die Karte ohne große Umschweife und schauen. Ich hab Sound. Hallo. Ja, es ist immer diese Ansprache immer. Hat er da was dran gemacht? Ich glaube schon. Auf jeden Fall hat er sich da einen Weg hochgebaut, damit er da besser hochkommt. Aber ich denke mal schon, dass er da gut was gebaut hat. Könnt er ja eigentlich. Oh, das Wasser ist weg. Könnt er ja eigentlich. Können wir da hoch? Natürlich so gebaut, dass wir da nicht hochkommen, ne? Ich kann doch nicht so hoch springen. Das kann der Chaos vielleicht, aber ich kann das nicht. Okay. Aber was viel wichtiger ist, ne? Gucken, ob er in seinem Haus drin war. Oh Mann. Wir werden ein paar mehr auf. Nee, hat er anscheinend noch nicht gesehen. Sind gerade wieder am Marathon aufnehmen. Gerade angefangen. Wo ich den letzten Part gemacht habe, habe ich mit dem Marathon angefangen und ich bin echt mal gespannt, wie lange das dauert. Und ob er es überhaupt sieht oder ob er es wirklich erst sieht, wenn er den Part gesehen hat, wo ich das sage oder gemacht habe, eher gesagt. Naja, gut. Ich hole mal eben wieder mein Zeug. Solange es noch da ist. Ja, es ist noch da, ja. Und ich muss noch ein bisschen anders rangehen an meine Plattform. Denn ich habe mir so gedacht, dass ich erstmal doch ein Lied weitermache, weil mir das jetzt gerade ein bisschen auf die Nerven geht. Oh, das ist schön. Oh, das passt gut. Wassermusik hier. Wir machen jetzt unser Planschbecken da oben. Ich muss da ein bisschen anders rangehen, wie schon gesagt. Ich habe ja hier meine Rinne. Genau, da springe ich jetzt erstmal voll rein, was ich gar nicht wollte. Und ich muss dann noch ein tiefer wegen dem Planschbecken. Ich sage extra Planschbecken. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal da noch einen drunter pflanzen. Nicht denn dann kommen. Ja, aber dann habe ich nämlich. Ich muss da sogar noch einen drunter, ne? Ja, ich muss da sogar noch einen drunter. Und dann werde ich erstmal ein riesiges Becken machen, sag ich mal, und dann ausfüllen, so wie ich es gerne haben möchte. Ich denke mal, es ist die beste Methode, wie ich es am besten machen kann. Und ich muss da sogar noch einen runter. Ich muss mir mal eben einen Pott Wasser holen. Das geht ja doch nicht ohne. Da muss ich wieder heizmörderisch mich hier irgendwie runterschwingen. Damit ich da was drunter kriege. Und dann bin ich hier. Und dann ist ein Eimer. Und dann nehmen wir Wasser. Und dann gehen wir wieder zurück. Und ja, wir fallen jetzt mal voll fast in den Fluss rein. Und dann machen wir einmal auf die Ecke hier. Hier war es sehr so. Oh, was fließt denn da dahin? Das fließt ja in die Richtung, wo halt es am schnellsten runtergeht. Wie kann man das ja mal. Dahin ist schon ganz gut. Wenn ich das hier vorne mache, es läuft zu hoch. Obwohl es. Ah, doch, sieht so ganz gut aus. So würde das Schluss aussehen. Ja, ich sehe da. Das sieht das. Tick da. Da, da, fast tick. Okay. nehme mal wieder meine normale Sprache wieder an. Da wäre es jetzt schön, wenn du mal eben nach rechts fließen würdest. Wasser. Könntest du das für mich einmal tun? Dankeschön. Kann ich nämlich immer so machen. So, ich habe keine Spitzhacke mitgenommen. Das ist unpraktisch. Und ich kann den Eimer eben weglegen. Bevor der mir gleich flöten geht. Das möchte ich nämlich nicht. Noch ist der sehr, sehr wichtig. Spitzhacke. Spitzhacke da. Noch können wir nicht uns so einfach einen neuen machen. Deswegen wäre es schön, wenn wir den noch ein bisschen malen würden. So, ich nehme mal eben den Bruchstein in der Hand. Aber erstmal mache ich den Stein da weg. So, dann fließt das nämlich auch da runter. Und dann fließt ich da jetzt auch mal eben runter. Und ich hab wieder Panik da vorne. Ich musste da eigentlich auch noch was hinsehen. Habe ich jetzt eigentlich meine anderen Steine mitgenommen? Ich glaube nicht. Ich habe gleich keine Luft mehr übrigens. Nee, habe ich nicht. Aber das kann ich, glaube ich, nachher noch ein bisschen umschmücken. So. Dann wird bis dahin die Plattform gehen. Ich glaube, das ist ganz gut. Was sollte hier losgehen, die Plattform? Ich kann die Plattform auch direkt hier dran machen eigentlich, ne? So. Machen wir mal. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus, ne? Mach auf. Das ist dann hier so eine Wand dann halt ist, ne? Sieht aber gar nicht so schlecht aus, ne?
Das ist gar nicht so schlecht, ne? Nö, finde ich in Ordnung. So. Oh, was ich hier auch mal machen sollte. Moment. Ja, ich laufe hier schon. Moment. Ein paar Fackeln wären nicht schlecht. Ich letztes Mal schon gedacht. Genau deswegen. Ich hab keine Pfeile. genau deswegen wollte ich da gerne Fackeln in haben, damit genau das nicht passiert. Ich denke mal, Chaos wird auch ein bisschen Spaß gehabt haben, weil ich da nicht ausgeleuchtet habe. So, Skelett. Raus aus meinem Schwimmbecken. Das ist mein neues Hallenbad. Oh. Ja, das wird mein neues Hallenbad hier, ja. Meins ganz alleine. So. So. Dann gehe ich erstmal hier runter. Jetzt fragst du, bis wo mache ich das richtig bis hier ran? Ich glaube schon, oder? Oder zumindest bis hier. Dass die Ecke vielleicht so frei ist. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die Plattform oben haben möchte. Aber ein bisschen Größe sollte sie schon haben. Wird auf jeden Fall sehr breit. Also breit wird es auf jeden Fall sehr. Sehr, sehr breit wird es sein. So, dann gehe ich mal eben hier runter. Und werde hier anfangen. Das mache ich mal eben zu. Genau, da kommt der Fluss hin. Dann muss das hier ja sowieso. Tschüss, Wasser. So, auf jeden Fall bis da hinten hin. Habe ich da oben jetzt ein Licht hingemacht? Nein, habe ich nicht. Was mache ich denn jetzt, wenn mir ein Creeper in den Rücken läuft und mich hier wegspringt? Ja, dann sind meine ganzen mühsam zusammengekrakelten Steine alle für den Müll. Das wäre natürlich nicht so toll. Na komm. Ich frage ja echt, wie groß will ich das jetzt machen? Wie groß hättest du denn gerne? Hier unten mache ich ja mit Absicht jetzt große Steine, weil ich weiß auch nicht, wie ich mein Schwimmbecken unten haben möchte. Ich und mein Schwimmbecken. Das wäre noch was. So schon, weil sonst wird es auch zu groß. Das muss ja jetzt auch nicht sein. Na, das ist ja eigentlich schon eine sehr große. Ich möchte ja auch nicht so einen riesen Pool hier hin haben. Das ist ja eigentlich schon eine sehr gute Größe hier. Hier wird ja auf jeden Fall dann so. Also ein bisschen weiter nach hinten kann es auf jeden Fall noch. So. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen passend. Das auch. Entschuldigung, ich muss wieder. Ah, das ist gut. Bisschen durch die Musik durch. So, ja. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. So. Nein, nicht da oben drauf. War das richtig? Nein, das war nicht richtig. Da muss andere Steine hin. Den habe ich nicht mitgenommen, ne? Nein. Oh, ich habe da noch Bruchstein. Ja. Du musst da weg. Du bist da falsch. Ich kann ja mal eben kurz den Zaun hier weghauen, ne? Kann ich? Ja, danke. So, dann kann ich nämlich hier einmal einen Stein dran machen. So. Dann habe ich hier auch die Wand. Genau. Zack, 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 zack. Und zack, zack. Ups. Du solltest da nicht hin. Wo ist er? Da. So. Ich habe noch keine Fackeln oben aufgestellt. Nee, ist noch nichts drin gespawnt. Okay. So. Fackeln aufstellen. Ich frage jetzt echt, wie groß will ich das Ganze hier haben? Ich möchte auf jeden Fall hier nichts haben. Also sprich kein Wasser. So.
So, dann hier auch noch mal bis hier hin auf jeden Fall. So. Und gehe ich mal eben noch hier wieder runter. Noch einmal so und einmal so. Einmal hier rüber gezogen, dann habe ich keine Steine mehr, aber ich habe ja die halben noch. Das muss ich mit halben machen. So. Da muss ich... Ich hole mal eben den anderen Stein, weil ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Nein. Ach ja. Nein, so schlimm ist es auch nicht. So, ich muss irgendwas was essen. Weil sonst habe ich gleich ein bisschen leeren Magen. Ich kann auch mal eben hier meine Pfeile da reinpacken. So, die Knochen da mit rein. Schwerte packen wir eben so und so. Und meine anderen Steinchen habe ich ja jetzt hier. Habe ich keine mehr? Habe ich die alle verbraten? Sind die leer? Sind die leer? Tatsächlich, die sind leer. Oh. Das ist ja jetzt doof. Das ist ja jetzt voll doof. Ich hatte jetzt hier noch einen Clean Stone, ne? Ja. Ich habe da noch drei Zäune drin. Das ist echt doof jetzt. Naja, dann tue ich wenigstens noch meine Koppel verbauen, die ich jetzt noch so habe. Die halben Dinger und so. Und dann kann ich... Okay. Ich muss da ein paar mehr Fackeln aufstellen. Wieder einfach mal so zwei Zombies aufploppen, ne? Der hat meinen Wasserfall benutzt, um abzuhauen. Habt ihr das gesehen? Der wollte sich von denen anschleichen. Dieses Arschgesicht. Arschlache. Kriegst du vor das Gesicht hier um meine Faust. So. Jetzt auch rausgefolgt. Hey, ich sah das so, ja. Ist okay, ist okay. Ja. So. Ich möchte gerne hier weiterbauen. auch wenn ich jetzt gemerkt habe, dass ich irgendwie nicht viel zu bauen habe. Scheiße, okay. Ich habe jetzt aber keine Lust, jetzt doch mal eine Folge zu verbringen an Kuppelstrom-Generator, ganz ehrlich. Deswegen würde ich einmal hier meine Plattform ein bisschen weiter bauen. Und dann mal eben gucken, wie ich denn das Wasser hinhaben möchte. Weil hier so direkt der Teich wäre ja schon ganz schön. Ich möchte dann aber noch ein bisschen weiter nach links. Also hier noch ein bisschen weiter raus. Dann möchte ich auch ein bisschen Platz hier haben, ne? Das reicht aber auch schon, weil sonst wird es zu groß. Machen wir hinten noch ein bisschen Fläche. Man muss ja noch ein bisschen dekorieren, ne? Auch so einen Baum hinstellen und sowas. Ein Teppich! Ja, hier muss später auch Teppich hin. So. Jetzt einfach mal alles hier oben zu. Na komm. Ich kann ja nachher auch noch hier was wegreißen, wenn es dann doch, wenn ich doch ein bisschen mehr Platz benötige. So, nehmen wir hier runter. Ich kann ja schon mal gucken, wie ich das hier haben möchte. So. Ja, das hat so wie so fast natürlicher Teich aussieht. Das sieht da so ganz gut aus. Das Ding ist jetzt nur, ich komme da nicht drunter. Ich werde hier nochmal eben so hier die Ecken. Das muss hier ja auch alles ausgefüllt werden, wenn ich das nämlich offen lasse. Kann es sein, dass wir da Spinnen drunter spawnen und das wäre natürlich nicht so lustig. So, haben wir das. Das ist so eine schöne Größe. Gut, dann haben wir die Seite und ich kann endlich in die Seite weitermachen, wenn ich mein Zeug habe, ja. Mein Cobblestone. Ja. Da kann ich aber hier schon mal längs. Ja,
Ja, noch weiter. So. Gehen wir mal eben stumpf hier lang. Und ich sehe schon kommen, dass ich das hier wieder alles abreißen muss. Bin ich nicht scharf drauf. Nein, bin ich gar nicht so. Oh ja, hier ist ein Baum im Weg. Hier komme ich nicht lang. Dann gehe ich halt hier lang. Das ist ja auch überhaupt nicht gefährlich. So. So. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht gefährlich. Komme ich da an? Ja, ich komme da an. So. Na komm. Hierfür brauche ich jetzt echt den ganzen Cobblestone. Damit ich hier besser ausbauen kann. Und ich mache hier natürlich den Bodenplattform schon mal. Und ich brauche den anderen Stein wieder. Was echt nicht schlecht wäre. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Das so schlau war. Weiß ja nicht. Sagen wir mal eben den da weg. Und den tue ich mal dahin. So. Gut, dann muss ich wieder Kobbel machen. Ich muss ganz viele Kobbel machen. Ja, das werden wir aber im nächsten Part tun. Dann machen wir die Plattform da ein bisschen weiter. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so spannend, weil ich auch ziemlich viel überlegen musste. Das tut mir derweil auch ein bisschen leid, ne? Aber das muss ja auch alles gut genau geplant sein. Und das ist voll die gefährliche Kappe hier gerade. Ja, ein bisschen Licht hier noch machen, so. Damit da was drauf spawnt. So. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Ne, dann kommt das hier weg. Und dann fließt das da so ab. Ja. Wow. Und dann ist die Fackel weg. Die wollte ich eigentlich behalten. Soll ich eigentlich auch drinnen bleiben. Aber deswegen machen wir das hier erstmal wieder zu. Setzen die Fackel hier hin. So. Und dann würde ich sagen... Weil ich letztes Mal so drastisch überzogen habe, mache ich jetzt natürlich erstmal jetzt wieder ein bisschen kürzer, damit das sich wieder ein bisschen ausgleicht. Und im nächsten Part will ich wieder fröhlich am Kobbelfarmen gehen, wieder zwei Spitzhacken weghauen. Und dann können wir auch mit der Plattform schon ein bisschen weitermachen, weil eigentlich geht das ja ganz flott. Also, nächsten Part schön bei Chaos vorbeischauen und danach sehen wir uns hier bei mir wieder. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft Skyblock. Tschüss und bis dann!